Hallo liebe YouTube-Gemeinde. Seit den letzten Aufnahmen im Dezember ist wieder einiges auf der Anlage Güsten passiert. Die größte Baustelle, der Tunnel zum kleinen Schattenbahnhof im Gästezimmer, wurde endlich fertiggestellt. Es sind auch neue Züge und Loks dazugekommen, die im Video vorgestellt werden. Zurzeit können 20 verschiedene Züge auf der Anlage eingesetzt werden, wobei ein Großteil in den beiden Schattenbahnhöfen und in dem 12-gleisigen Güterbahnhof abgestellt sind. Hier soll ein Teil der Züge kurz vorgestellt werden. Der Zementzug ist einer der teuersten Züge auf der Anlage. Die gesamte Anlage wurde im Grünbereich komplett überarbeitet. Sämtliche Bäume und Büsche auf der rechten Seite wurden ersetzt. Der Rungenzug war früher ein gemischter Güterzug, an dem immer mehr Wagen durch neue 2- und 4-achsige Rungenwagen ersetzt wurden. Seit 14 Tagen läuft der reinrassig über die Anlage. Hier kann man schön mit der Beladung spielen. Der Nahgüterzug mit 106 aus der ersten Bauserie ist auch erst seit kurzem auf der Anlage unterwegs. Es wäre schade, wenn die Lok nur im Bahnbetriebswerk herumstehen würde. Zwei E-Loks der Rübelandbahn werden von einer 112 vom RAW Dessau nach Blankenburg geschleppt. Es sind die einzigen E-Loks, die auf der Anlage Güsten verkehren dürfen. Auch die beiden 112 vor dem Mischer nach Bernburg verkehren neu auf der Anlage. Beim Modellbahnshop meines Vertrauens habe ich einen Schmalspur-Transportwagen von BEMO und einen Lok der Harzer Schmalspurbahn von Tillich entdeckt. Der leere Gipszug von Coswig bei Dessau nach Niedersachswerf in Thüringen verkehrt mit einer ölgefeuerten 44 von Roco. Sie ist eine der zuverlässigsten Loks auf der Anlage. Die 118 von Roco verkehrt mit dem Personenzug von Aschersleben nach Dessau. Dank der Getriebegeräusche kann ich auf einen Sounddecoder verzichten. So macht auch eine analoge Modellbahnanlage Spaß. Da das Zementwerk Bernburg einen Großteil des Bahnverkehrs mit den Zwiebelzügen bestritt, war ein Zementzug auf der Anlage Güsten Pflicht. Die Preiserlines am Kiesschacht lassen sich vom Bahnverkehr nicht stören. Thank you.
Die Gützelt 120 am Getreidezug ist noch jungfräulich und muss noch zugerüstet und gealtert werden. Die Kalkzüge verkehrten von den Rübeländer Kalksteinbrüchen zu den Brunnerwerken nach Halle, wo Carbid hergestellt wurde, der ein wichtiger Grundstoff der chemischen Industrie der DDR war. Als im Jahr 1985 der neue Halbrundschuppen im BW Güsten fertiggestellt wurde, waren alle Mitarbeiter froh, aus dem engen ehemaligen Triebwagenschuppen in einen hellen modernen Lokschuppen zu kommen. Leider war es im Winter im Schuppen so kalt, dass man Angst haben musste, dass die Loks einfrieren. Erst der Einsatz einer kohlegefeuerten Heizlok brachte die lang ersehnte Wärme in den Lokschuppen. Der Wasserkran von Auhagen wird mit Hilfe eines Signalantriebes geschwenkt. Die Roko-Drehscheibe wurde schon im Jahr 2000 erstanden und kommt der originalen 23 Meter Drehscheibe im BW Güsten am nächsten. Den Edeka 80 von Grote habe ich vor vielen Jahren bei unserem Modellbahnhändler in Bernburg erstanden. Er passt perfekt zur Anlage Güsten und war hier auch viele Jahre lang eingesetzt worden.
Nachdem die Wasser- und Kohlevorräte ergänzt wurden, fährt die Heizlok wieder zum Lokschuppen zurück. Vom Stellwerk Güsten Ost, genannt GO, wurden alle Rangierbewegungen vom Lokschuppen zum Messwagen überwacht. Das Stellwerk wurde nach Fotos originalgetreu nachgebaut. Der Lokschuppen hatte extra für Heizzwecke einen zweigleisigen Anbau erhalten. Oben ist der BW-eigene Kohlekran für das Heizkraftwerk. Nach mehrjähriger Pause wurde endlich der Tunnel zum kleinen Schattenbahnhof im Gästezimmer fertiggestellt. Auch die Grünanlage rechts zum Bild wurde neu gepflanzt.
Am 26. Januar 2021 war der Tunnel noch ein Provisorium und es sollten noch 2 Jahre bis zur Fertigstellung des Tunnels vergehen. Der dreigleisige Schattenbahnhof im Gästezimmer ist kameraüberwacht, um bei Störungen gleich eingreifen zu können. Die Pappverkleidung des Tunnelportals konnte nicht befriedigen. Schließlich soll die Anlage so vorbildgetreu wie möglich aussehen. Auch die naturnahe Begrünung links und rechts vom Portal kann mittlerweile überzeugen. Zum Glück hatte ich noch ein Tunnelportal bestellt, welches genau in die Portalöffnung passte. So sind aus 2 Portalen der Firma noch ein überzeugender Tunnel entstanden. Leider hatte das Klappteil einen unfreiwilligen Crashtest durchgemacht, als es im freien Fall herunterkrachte. Alle Stellwerke, Signale und Bäume auf dem Klappteil haben überlebt. Nur der 25-Poly-Stecker für die Stromversorgung des Schattenbahnhofes und ein paar Grünteile mussten ersetzt werden. Mittlerweile wurde eine Absturzsicherung des Klappteils nachgerüstet, da es nur durch einen Gasdruckdämpfer oben gehalten wird. Der Eilzug Berlin-Schöneweide-Aschersleben hat seinen Endbahnhof fast erreicht. Viele Jahre bin ich mit diesem Zug umsteigefrei nach Berlin gefahren. Als die Staubwagen von Roco vor ein paar Jahren herauskamen, war ich sehr froh, da diese Wagen auch im Zementverkehr unentbehrlich waren. Leider muss man 1000 Zubehörteile an den Wagen anbringen, die meist auch nicht passen. Mittlerweile kosten die Wagen über 66 Euro.
Zu Reichsbahnzeiten gab es Güterexpresszüge, genannt Gecks, die Fracht und Gepäck auf den Bahnhöfen verteilten. Hier ist einer der Züge von Aschersleben nach Dessau unterwegs. Hinter der Roko 118 läuft ein Güterexpresswagen von Brava, der mich mit ständigen Entgleisen in den Wahnsinn trieb. Erst der Einbau von ein paar Zentner Ballastgewichten machten ihn bahntauglich. Die Öl 44 von Roko ist eines meiner treuesten Zugpferde. Der Gipszug verkehrte von Niedersachswerfen über Sangerhausen, die Blankenheimer Rampe, Hettstedt, Güsten, Bernburg, Köthen und Dessau nach Coswig bei Wittenberg. Das linke Gebäude vor dem Stellwerk dient zur Tarnung eines Weichenantriebes, der wegen Platzmangels nicht unter Flur verbaut werden konnte. Hier sind auch noch Verbesserungen nötig. Der Mittelturm, das Stellwerk GMI, sollte eigentlich als technisches Denkmal erhalten werden und wurde ebenfalls dem Erdboden gleichgemacht. Der Mittelturm wurde originalgetreu im Hanul-Maßstab nachgebaut. Thank you.
Links oben die Kanonenbahn von Calwe West, die heute ein gleisloser Torso ist. Hier sind unsere Güstner Dieselloks mit schweren Güterzügen im Blockabstand bis Selin gefahren. Die Güstner Schranken bestanden aus zwei Bahnwaggons. Aus Platzgründen konnte ich die Schrankenanlage der Kanonenbahn nicht nachbauen. Der Platz reichte leider nur für die Magdeburger und Bernburger Seite. Hier zwei E-Loks der Rügelandbahn, die nach einer Hauptuntersuchung im RAW Dessau in ihre Blankenburger Heimat geschleppt werden. Thank you.